Heute wollen wir euch den Logistiker vorstellen, unser neues Fahrzeug in der Wehr hier in Wilhelmsdorf. Ja, wie kam es dazu? Unser 10-1 musste ersetzt werden durch einen Logistiker. Natürlich nicht. Die Aufgaben von unseren 10-1 übernimmt jetzt das 11-1 und der Logistiker übernimmt viele Aufgaben innerhalb unserer Wehr. Die Aufgaben der Feuerwehren werden immer mehr. Hat sich auch an den letzten Einsätzen, wo er schon beteiligt war, gezeigt. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Gemeinderat für die Beschaffung solch eines Fahrzeuges. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch unseren Verein, der sich auch hier wieder mit über 10.000 Euro beteiligt hat. Nicht nur an diesem Fahrzeug, auch an den anderen Fahrzeugen und auch am Anbau, am Gerätehaus. Ja, an allen Beteiligten nochmal vielen Dank. Das Staffelfahrzeug hat den Funkrufnamen 64551 und ersetzt neben dem Kommandowagen auch zwei Pkw-Anhänger mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Beim Aufbau können die seitlichen Planen komplett geöffnet werden, damit das Fahrzeug mittels Gabelstapler be- und entladen werden kann. Am Heck befindet sich eine hydraulische Hebebühne mit einer Hubkraft von ca. 1000 kg. Mit Standardbeladung sind noch ca. 1,8 Tonnen als verfügbare Zuladung frei. Mit den verbauten Zugvorrichtungen können die 100 kVA Netzersatzanlage inklusive LED-Lichtmast und diverse Anhänger gezogen werden. Wir befinden uns hier im Mannschaftsbereich oder im Mannschaftsraum dieses Fahrzeugs. Wir sehen, wir haben relativ einfach hier ein Automatikgetriebe, macht es den Fahrern und den Maschinisten einfacher, das Auto zu fahren. Wir haben vom Fahrzeug her auch nochmal eine Rückfahrkamera verbaut, macht das Rangieren etwas angenehmer. Ansonsten haben wir hier unser Einsatztablet. Hier kriegen wir über die Alarm-App kriegen wir quasi den Einsatzbefehl auch nochmal auf das Tablet geschickt, wo dann unter anderem auch nochmal der Einsatzbefehl und auch dann nochmal eine Karte sich öffnet, um zum Einsatz auch sich führen lassen zu können. Weiterhin ist am Tablet auch wichtiges Infomaterial drauf, gerade im Gefahrguteinsatz sind da diverse Datenbanken und Informationen hinterlegt. Im mittleren Bereich haben wir hier eine Metallkiste, die so im Grunde genommen die weiteren Fahrzeugfunktionen steuert. Im Detail Blaulicht, Martinshorn, wir können den Funk einschalten. Ja, das ist der Verkehrsabsicherungswagen. Zu den Wagen selbst ist zu sagen, das ist im Prinzip eine Eigenkonstruktion auf Basis eines Plattformwagens. Die Gestaltung von dem Wagen und auch von den anderen Wägen, die wurde ganz individuell von uns so angefertigt, um eben auch die Utensilien bestmöglich auf diesem Wagen zu verlasten. Ja, dieser Rollwagen ist auch ein Rollwagen, der im Gefahrguteinsatz zur Anwendung kommt. Und zwar im Groben gesagt ist das unser Abdichtwagen, wo wir im unteren Bereich in den grauen Kisten finden wir diverse Abdichtmaterialien, Dichtkissen für das im Grunde genommen Gullis, Schächte und so weiter abgedichtet werden können. Dieser Rollwagen ist für das Thema Öl, wie man unschweigerlich erkennt. Wir haben hier auf dem Rollwagen unter anderem Auffangbehälter. Das sind hier diese schwarzen ineinander gesteckten Wannen. Wir haben das Ölbindemittel in Säcken verlastet. Wir haben entsprechende Schaufeln und Besen, um das Bindemittel auch zu verarbeiten auf der Straße. Und des Weiteren ist hier auch nochmal ein spezielles Bindemittel verlastet, was auch für Chemikalien geeignet ist. Dieser Rollwagen ist unser Dekontaminationsrollwagen, der für den Gefahrguteinsatz gedacht ist. Wie man hier auf dem Foto auch unweigerlich schon erkennt, ist das hier die Darstellung, wie ein Dekonplatz im Grunde genommen auszusehen hat. Und entsprechend sind dann auch die Utensilien darauf verlastet. Wir haben zum einen eben auch die Unterlegplanen, die man hier sieht auf dem Foto. Das sind die rote, die gelbe und die grüne, die hier im Zwischenbereich verlastet sind.
Wir haben die entsprechenden Leitkegel hier im oberen Bereich verlastet, wo wir quasi auch den Dekontaminationsplatz nochmal eingrenzen und abgrenzen mit Absperrbänder, die dann weiter unten in den Kisten auch verlastet sind. Wir haben weiterhin die Auffangwanne, die hier diese rote Wanne oder diese rote Plane darstellt. Das ist eine Planenwanne, die das hier auf der Darstellung darstellt. Und dann haben wir weiterhin verlastet auch entsprechende Auffangwannen, wo man dann auch dekontaminierte Gegenstände und auch Ausrüstung eben dann nochmal separat auffangen kann und isolieren kann. Im hinteren Aufbau dieses Fahrzeugs haben wir folgende Sachen verlastet. Das sind zum einen Ersatzkleidungen für Gefahrguteinsätze hauptsächlich. Wir haben die vier CSA-Anzüge ebenfalls für den Gefahrguteinsatz. Wir haben unterhalb dieses Regals von der Normbeladung her noch eine Bügelsäge verlastet. Und hier im Ladebereich unten haben wir einmal hier das, was hier ist, ist ein aufgeschnittener IBC-Behälter für diverse Einsatzszenarien an der Einsatzstelle. Dreckige Schläuche, Abfall. Und dazu zählen auch diese beiden blauen Wannen. Und dann haben wir auch noch einen Rettungsrucksack mit dabei. Herzlichen Glückwunsch der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf, unserer Stützpunktwehr, zum neuen Einsatzfahrzeug. Warum ist diese Beschaffung erforderlich gewesen? Die Einsätze der Feuerwehr werden immer vielfältiger. Von Brandfällen über Hochwasser, Unfälle, technische Hilfeleistung, Brandwache. Und jeder Einsatz erfordert unterschiedliche Ausrüstung. Deswegen ist dieses Fahrzeug sehr wichtig. Und unsere Feuerwehrdienstkräfte machen ihren Dienst freiwillig. In ihrer Freizeit stellen sie sich für die Allgemeinheit zur Verfügung, opfern Zeit und gehen Risiken ein. Deswegen ist es Aufgabe der Gemeinde, hierzu die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Das haben wir mit diesem Fahrzeug, denke ich, gut ergänzt, uns weiterentwickelt und eine wichtige Anschaffung gemeinsam im Gemeinderat beschlossen. Ich danke dem Gremium für diese einstimmige Entscheidung und danke dafür, dass wir uns bei Feuerwehrthemen immer einer Meinung sind und nicht diskutieren, sondern agieren und beschließen. Ich danke den Einsatzkräften unserer Wehr, dass sie ihre Freizeit opfern und sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ich danke dem Feuerwehrverein, dass er in einer beispielhaften Art und Weise unsere Gemeinde unterstützt und neben Eigenleistung sogar noch Finanzmittel aus dem Verein einbringt. Herzlichen Dank allen für diese tolle Leistung und alles Gute mit diesem neuen Fahrzeug. Viel Glück mit dem Fahrzeug, wenig Einsätze und kommt immer gut und gesund von diesen Einsätzen zurück, nach dem Motto: Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr.